Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Episode 3, die Rache der Sith. Beim letzten Mal haben wir hier mitten im Level aufgehört und da machen wir jetzt auch weiter. Gut. Oh nee, nicht noch so ein Ding. Yes. Kann ich euch bitte mal ganz kurz unfallfrei umnieten? Kann ich, danke. So. Alter, die machen so Schaden. Kacke, Bagdad-Tank nicht erwischt. Au. Nein! Der war jetzt richtig fail. Oh, nee. Oh, schön. Wir hatten das denn gar nicht weniger. Mein Laserschwert kann dieses Ding nicht rechtzeitig zerstören. Ich muss diese Kanonen loswerden. Oh, Gott. Dieser Part hier ist so ein Arsch. Was ich im Prinzip schaffen muss, ist... Also, wo ich gerade... Nein! Au! Nein! Boah, okay. Oh, schön. Wären das denn gar nicht weniger? Ja, hatten wir schon. Also, was ich im Prinzip schaffen muss, ist... Diese... Dinger, die Dinger spawnen, wenn sie sterben. Auf diese Kanone. Auf dieses große Ding da zu feuern. Nein. So. So. Man sieht hier, wie ich jetzt eins nach dem anderen zerschieße. Au. Nein! Das war jetzt richtig ungünstig, dass der gleich da gespawnt ist. Das war jetzt richtig uncool. Alter! Ich versuche immer wieder mich zu heilen. Alter, stellt euch mal vor, wie das mit Anakin dann erst ist. So. Jetzt kommt hier schon oben der Droide raus. Den ich jetzt gerade eins aufs Fressbrett gedonnert habe. Bums.
Dem muss ich jetzt auch die Schüsse abwehren. Yes, sir. Soweit zur Unauffälligkeit. Wenn so viele Druiden hier sind, muss Grievous auch hier sein. Sehr gut, Level geschafft. Dann baue ich jetzt mal den Bewusstseinstrick aus. Und nicht in Macht wieder investieren. Und direkt nächstes Level. Utapau City. Grievous wird schwer bewacht sein. Wenn er die Stadt in seinen Händen hält, ist er im schwerst bewachten Bereich. Was bedeutet, dass ich genau dorthin muss? Die Verhandlungen werden kurz sein. So, da wollte ich jetzt gerade mal kurz was ausprobieren, was nicht funktioniert hat. Au. Das wollte ich eigentlich auch so nicht machen. Der ist jetzt gut kaputt gegangen. Sorry, dass der Kampf gegen die immer so lame ist, aber anders kriegst du den nicht kaputt, weil die drücken einen Schaden, was man ja vorher schon gesehen hat. Geh mal kaputt, du Druidika. Au. Den Bewusstseinstrick werde ich nicht bei mehreren Gegnern vorführen, weil es mir da einfach zu wenig bringt. Das mache ich nur, wenn ich einzelne Gegner habe. Dann ist der aber echt ganz nett. Genau das hier. Das Ding ist einfach kurze Zeit betäubt und kann nichts mehr machen. So. That place, ne? Bums. Case. Au. So, erst heilt und dann den Machtschatten aufnehmen. Und ein Leben. Au. Das ist jetzt echt ein Problem. Ich habe keine Machtanzeige mehr. Ah, aber ein Wackelkampf. Das ist gut. Sag mal, wird
Kommt das hier auch noch zu einem Ende? So, bumm, bumm. So. Alter! Boah. Ich hasse diese Magna Guards, habe ich das schon mal erwähnt? So. So. Okay. Die sind kaputt. Und wir wollen uns wieder heilen. Macht lädt sich zum Glück auf. Wow. Au. Doch. So, können wir es dann jetzt bitte bald... Grievous muss sehr nahe sein. Es wird Zeit für den Nachschub. Commander Cody, sind Ihre Truppen in Position? Ja, Sir, wir treten über Ihnen in den Orbit ein. Gut, schicken Sie jeden, den Sie haben. Sehr gern, Sir, wir sind in 2 Minuten dort. Ich hoffe, ich halte so lange durch. So, 2. Ganz einfache Aufgabe. 2 Minuten lang alles abwehren, was hier so kommt. So. Wir treten einfach jetzt Infinite Magna Guards auf. Und die Aufgabe ist es, hier das zu überleben. So, eine halbe Minute haben wir schon. Au. Immer 3 gleichzeitig, das ist natürlich ein bisschen auch das Problem. Das Problem ist natürlich auch, dass einem irgendwann die Macht ausgeht und dass die nicht gerade schnell darin sind, Items zu droppen. Zu gut Deutsch, sie droppen eigentlich gar keine. Ah doch, sie droppen Machtschatten. Das ist sehr gut. Okay, jetzt beruhigt es sich schon. Was ist denn das? Ich dachte, hier geht das jetzt mit 3 Magna Guards perma weiter. Ja gut, das jetzt... Ah, jetzt geht's wieder weiter. Das war quasi nur eine kleine Auszeit. Dass man mal zwischendurch entspannen kann. Au. Bup, bup. Ihr sterbt alle und ihr habt... Und ihr habt eh nur noch 5 Sekunden. 3, 2, 1, 0. Ah, Commander Cody, Ihr Timing ist exzellent. Freut mich zu hören, Sir. Wie lauten Ihre Befehle? Sichern Sie mit Ihren Männern die Stadt. Ich suche Grievous. Schon unterwegs, General. Sehr gut. Was will ich machen?
kann ich dann mehr Feinde auf einmal zu Boden werfen. Damit zieh ich dann nicht nur, sondern verursache auch noch Schaden. Nee, ich... Ich mach mal, dass ich alle Machtfertigkeiten habe. Und ich will meine Stärke wieder aufwerten. Fortschritt gespeichert. Und der Kampf gegen Grievous, den hauen wir auch noch hinten dran. Das ist unser letztes. Das ist unser letztes Treffen, General Kenobi. Jetzt diese heisere Stimme nicht hin. Eure Wachen werden euch diesmal nicht helfen. Ihr müsst erkennen, dass ihr des Todes seid. Nicht heute. Ich wurde von Count Dooku in den Jedi-Kampfkünsten unterwiesen. Das ist gut. Ich habe den Jedi unterrichtet, der Count Dooku getötet hat. Wenn er uns einmal treffen würde, würde der so einen Schaden machen. Deswegen wollen wir uns gar nicht treffen lassen. Du schleimiger Jedi. Wie unzivilisiert. Au. So, jetzt haben wir das aber gleich. Bam. Au. Dieser Move ist immer noch so dreckig. Aber jetzt haben wir ihn. Nun, da er fort ist, sollte der Krieg bald beendet sein. Ah, nächste. L, R und B. Okay. Gut, nächstes Level, Utapau-Klippen. Damit geht's auch beim nächsten Mal weiter. Bis dahin. Ciao.